Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der letzten Folge haben wir uns ja gemeinsam den neuen Audi RS e-tron GT angeschaut und immer wieder habe ich ja den Porsche Taycan dabei erwähnt, weil beide eben die gleiche Plattform teilen und sogar bis zu 40% aus den gleichen Bauteilen bestehen, aber sie sind halt eben nicht exakt gleich zueinander. Es gibt halt doch hier und da Unterschiede und ich fand es halt schon richtig, das eben in der letzten Folge hier und da ein wenig zu erwähnen und eben vor allem auch den Vergleich zu beiden Modellen zu ziehen. Jetzt habe ich mir allerdings überlegt, so Mensch, es ist zwar cool, das immer hier und da zu erwähnen, aber wäre es nicht eigentlich geiler, in der nachfolgenden Folge, also in genau dieser hier, einen ganz genauen Blick auf den Porsche Taycan zu werfen? Denn wir sind ihn zwar in der Teststreckeneröffnungsfolge, also in Let's Play Folge 30 gefahren, aber mehr haben wir da halt eben nicht gemacht. Wir sind ihn nur über die Teststrecke gefahren. Wir sind ihn auch schon, ja, das ein oder andere Mal in einem Livestream gefahren, aber so eine eigene Let's Play-Folge hat der Porsche Taycan hier auf dem Kanal noch nicht bekommen. Und genau das möchte ich heute eben nachholen, so direkt im Anschluss nach dieser Audi RS e-tron GT-Folge. Wir schauen uns heute den Porsche Taycan Turbo S an, das absolute Spitzenmodell des Taycan. Und ich hätte auch gesagt, um gleich richtig in Stimmung zu kommen, schauen wir uns noch einmal diese Teststreckenrunde von eben der besagten Teststreckeneröffnungsfolge an, um einfach mal zu gucken, was er da so geleistet hat. Ja, für den einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer mag jetzt natürlich diese Teststreckenwiederholung nicht sonderlich spannend erscheinen, gerade was die gefahrene Rundenzeit betrifft. Da haben wir ja erst in der letzten Folge nochmal einen Blick drauf geworfen. Aber ich fand es schon wichtig, einfach diese Runde nochmals in dieser Folge auch zu sehen, wie sich eben der Porsche Taycan auf der Teststrecke so angestellt hat. Ich selbst bin sogar im Vorfeld zu dieser Folge nochmal ein paar Runden auf der Teststrecke mit dem Fahrzeug gefahren, um einfach auch selbst nochmal zu spüren, okay, was macht er denn gut, was macht er denn weniger gut und vor allem auch den direkten Vergleich nochmal zum Audi RS e-tron GT zu ziehen. Na, wo liegen denn da tatsächlich die Unterschiede? Und das habe ich dann schon nochmal ein bisschen deutlicher gespürt, was ich dir auch gleich berichten werde. Und da vielleicht auch der Hinweis an dich, falls du vielleicht zufällig auf diese Folge gestoßen bist und die letzte zum e-tron gar nicht gesehen hast, check die auf jeden Fall aus, also die mit dem Audi, auch wenn jetzt beide Modelle hier ihre separate Folge bekommen haben, so hängt die Folge doch miteinander zusammen und ich glaube, das gibt dann einfach auch so einen gewissen Mehrwert zu sehen, einfach nochmal, wo die beiden Modelle ja gleich sind und wo sie dann doch vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind. Und das führt mich eigentlich auch direkt zu den technischen Eckdaten zum Taycan Turbo S, denn da sieht man eigentlich auch schon direkt schön, wo auch schon Parallelen sind und wo auch Unterschiede sind. Da sehen wir nämlich zum Beispiel bei den Motoren, dass das genau gleich aufgebaut ist. Wir haben einen Synchronmotor vorne und einen hinten. Die Systemleistung allerdings bei diesem Turbo S ist ein bisschen höher als beim e-tron GT, nämlich 625 PS und 1050 Newtonmeter Drehmoment. Was dann aber wieder gleich ist, beide haben eben diesen Overboost-Modus beim Launch-Control-Start, der für 2,5 Sekunden lang anliegt. Da geht die Leistung nämlich dann kurzzeitig beim Turbo S auf 761 PS hoch. Auch beim Getriebe ist es ähnlich aufgebaut. Der Synchronmotor vorne für die Vorderachse hat eine Direktübersetzung, also ein Einganggetriebe, während eben der Synchronmotor hinten für die Hinterachse eben zwei Gänge hat. Beim Gewicht schlägt der Taycan Turbo S bei 2,3 bis 2,4 Tonnen zu, also auch ein sehr, sehr schweres Fahrzeug, schafft aber den Sprint von 0 auf 100 dank dieser Mehrleistung in unter 3 Sekunden, nämlich in 2,8, hier im Spiel sogar in 2,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist auch ein bisschen höher, die wird nämlich hier bei 260 km/h erreicht. Ja, und mit einer 2 Minuten 5, 6, 5, 9, wie gesagt, erzähle ich euch nichts Neues. Das wissen wir schon seit Let's Play Folge 30. Da hat ja der Taycan seine Premiere gefeiert und eben auch die PXR-Teststrecke seine Premiere gefeiert. Und wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ja die Rundenzeit auch nochmal eingeblendet, einfach im Vergleich zum e-tron GT. Und da erwähne ich natürlich auch nochmal, der RS e-tron GT war knapp, oder nicht nur knapp, er war sogar über 4 Sekunden langsamer. Der Porsche Taycan Turbo S hat ihn da schon so ein bisschen deklassiert. Und ich habe ja da auch schon gesagt, rein wenn man das jetzt technisch sieht, hat halt natürlich der Turbo S ein bisschen Vorteile gegenüber dem RS e-tron, denn er hat einfach, ja, mehr Leistung, ja, Overboost hin oder her. Hier im Spiel allerdings, das sei auch nochmal erwähnt, falls es vielleicht jemand in der letzten Folge nicht mitbekommen hat, dieser Overboost-Modus ist hier im Spiel permanent anliegend. Also das ist nicht realistisch gestaltet. Der Overboost-Modus, wie gesagt, gibt es nur beim Launch-Control statt, nur für 2,5 Sekunden. Hier im Spiel ist es aber immer der Fall. Egal, ob Launch-Control Start oder nicht und egal auch wie lang, wir haben hier tatsächlich bei diesem Turbo S immer diese 761 PS anliegen und das ist natürlich dann schon nochmal eine deutliche Mehrleistung zum e-tron GT, der zwar auch dauerhaft diesen Overboost-Modus hat, aber dort ist ja der Overboost nur bei knapp über 640 PS, also wir haben halt über 100 PS mehr bei ähnlichem Gewicht
Und das, ja, merkt man dann halt einfach irgendwo auch. Und das alleine war aber ja nicht der ausschlaggebende Grund. Ich habe ja auch gesagt, die Bremse ist ganz wichtig gewesen. Der RS e-tron GT kommt halt serienmäßig mit Stahlbremsen daher. Man kann zwar optional Keramikbremsen nachrüsten, das ist hier aber im Spiel nicht der Fall gewesen. Beim Turbo S, ähnlich wie man es eigentlich auch kennt bei Porsche typisch, ne, 911 Turbo S hat halt auch serienmäßig schon diese Carbon-Keramikbremsen am Start. Und so ist es halt hier auch der Fall. Und das alleine macht natürlich schon einen großen Unterschied. Aber, und jetzt will ich eigentlich auch so auf die direkten Unterschiede nochmal zu sprechen kommen, was man auch spürt. Also neben dieser Mehrleistung, wobei die spürt man, finde ich, gar nicht so. Und natürlich auch der besseren Bremsleistung, finde ich einfach auch das Fahrverhalten. Das Fahrverhalten dieses Taycan ist einfach viel direkter, viel sportlicher nochmal als ja, im Vergleich zum e-tron. Das merkt man einfach schon. Also man wird auf jeden Fall mehr Spaß mit dem Taycan haben vom gesamten Fahrverhalten. Also ne, no front gegen Audi, aber man merkt das einfach. Und lustigerweise ist es auch in Real Life so. Ich habe so viele Testberichte gelesen, die sich auch gerade um dieses Thema ja, gedrängelt haben, sage ich einfach mal, den Vergleich zwischen den beiden. Sogar Grip hat mal eine Folge gemacht, wo sie beide Modelle miteinander verglichen haben. Dort haben sie sogar auch nicht den Turbo S, sondern wie ich den Turbo, ne? Es gibt ja auch noch den Non-S Taycan, also den Taycan Turbo ohne dieses S. Und der ist auch eher am RS e-tron GT dran. Also der Vergleich dort ist sogar auch wirklich sinnvoller. Und auch dort hat sich herausgestellt, ja, der Taycan macht es einfach dann doch nochmal besser und sportlicher. Und deswegen dieses RS beim Audi, ja, ist ein bisschen schmeichelhaft. Und da sagen auch sogar selbst Audi-Fans und Experten sagen, ja, also ein RS ist es eigentlich nicht. Es gibt ja nicht mal einen richtigen Sportmodus. Das gibt's hier schon. Das können wir eigentlich auch gleich mal auschecken. Ich würde sagen, wir verlassen einfach mal die Bestenliste und gehen mal zurück in den, ja, Forza Vista-Modus, beziehungsweise zurück zu unserem Häuschen und in den Forza Vista-Modus, so rum vielleicht besser formuliert. Und da können wir ja auch einfach mal direkt vielleicht einsteigen in den Innenraum. Und da müssten wir eigentlich es auch, ich hoffe, das wird auch so angezeigt, sehen, dass eben das Fahrzeug eben, man sieht ja hier den Drive-Mode-Select-Modus. Und wenn man jetzt, ich mache ihn jetzt einfach mal an, dann müsste man vielleicht sogar im Overlay, ich habe das jetzt im Vorfeld nicht gecheckt, aber normalerweise müsste man es sehen, dass er eben verschiedene Modi hat. Ja, man sieht es auch gerade, es ist sogar auch der, Moment, geht mal dieses Symbol weg jetzt. Man sieht es rechts an der Anzeige, eben Sport Plus. Er hat eben auch diese ganzen Modis, die es halt eben gibt, ne, Range-Modus, Normal-Modus, Sport-Modus, Sport-Plus-Modus. Also er hat halt diese ganzen Funktionen, was ich halt einfach von einem sportlichen Fahrzeug auch erwarten kann. Und klar kann man jetzt sagen, hey, Audi selbst sagt, der e-tron GT ist ein GT, also ist ein Gran Turismo, aber seien wir mal ehrlich, der Taycan ist auch kein reiner Sportwagen. Auch der hier, ne, hat entsprechend diese vier Türen. Er ist ja selber von Porsche angelegt, so knapp unter der Panamera-Klasse. Also auch der hier will ja irgendwo Sportlichkeit und Komfort und das Ganze auch so ein bisschen verbinden. Also von dem her, die Ausrede lasse ich Audi jetzt irgendwie nicht so gelten. Deswegen, da muss man schon sagen, da muss man, ja, sagen, 1-0 für Porsche. Also Porsche hat hier einfach aus dem gleichen Konzept dann doch das etwas bessere und sportlichere Modell gemacht. Nicht nur hier im Spiel, wie gesagt, auch im Real Life hört man das immer wieder. Und dementsprechend, das haben sie schon ganz geil hinbekommen. Über Optik und so weiter kann man natürlich streiten, was man jetzt lieber mag, den Taycan oder den e-tron. Ich finde beide geil. Aber klar, wenn ich mich entscheiden müsste, unabhängig davon, dass ich ein Porsche-Fan bin, finde ich den Taycan dann doch nochmal insgesamt gelungener und irgendwie auch geiler rein optisch. Ja, ich habe schon erwähnt, Turbo S ist wie gesagt das absolute Spitzenmodell. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wo ist da ein Turbo verbaut? Natürlich ist da kein Turbo verbaut. Das hat auch gar nichts damit zu tun. Porsche hat einfach gesagt, hey, seit Ewigkeiten ist einfach der Turbo oder der Turbo S, gerade insbesondere beim 911er, einfach immer das absolute Spitzenmodell. Und so soll es hier einfach auch sein. Man soll einfach direkt wissen, okay, wenn da Turbo steht oder sogar Turbo S steht, dann wissen wir, das ist hier die absolute, ja, Premium-Fahnenstange, die es da einfach gibt. Es gibt ganz viele auch Varianten vom Taycan, viel mehr als eben beim e-tron. Beim e-tron wissen wir ja, da gibt es eben den Audi e-tron GT Quattro, also die Basis, und dann eben den RS e-tron GT, den wir uns eben in der letzten Folge angeschaut haben. Hier gibt es eben den Taycan normal, ohne irgendeinen Zusatzname, mit aber auch trotzdem zwei verschiedenen, ja, Stärkeklassen. Dann gibt es den Taycan 4S, auch in verschiedenen Stärkeklassen. Es gibt noch einen Taycan GTS, es gibt eben den Turbo und eben den Turbo S. Und dann gibt es auch noch tatsächlich, da kann man vielleicht auch so ein bisschen auf die Zeitachse eingehen, und zwar gibt es dann auch noch den Cross-Turismo und den Sport-Turismo. Aber wie gesagt, gehen wir ganz kurz auf die Zeitachse vielleicht ein. Porsche hat ja den Mission E
gehabt, diesen Prototypen, und 2015 haben sie dann bekannt gegeben, okay, aufgrund dieses Prototyps wollen wir auch eine Serienversion bauen. 2019 wurde sie eben in Form dieses Taycans dann auch vorgestellt. Wie schon gesagt, ist so eine halbe Klasse unter dem Panamera angesiedelt. 2019, am Ende des Jahres, ging es dann auch schon in Produktion mit dem 4S, mit dem Turbo und mit dem Turbo S. Anfang eben 2021 kam dann der Cross Turismo dazu. Das ist quasi ein Shooting Break mit so Offroad-Applikationen. Ob man das jetzt cool findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Und Ende 2021, also noch im selben Jahr, kam dann auch der Sporttourismo dazu. Das ist dann eben ein Shooting Break ohne diese Offroad-Applikation. Also Shooting Break, man könnte sagen, quasi ein sportlicher Kombi, kann man das so sagen. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus, aber mir gefällt dann diese Version hier dann optisch auf jeden Fall deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch wieder alles Geschmackssache. Des Weiteren, wie schon erwähnt, ganz am Anfang der Folge, ich glaube im ersten Satz der heutigen Folge, erteilt sich natürlich die Plattform mit dem Audi e-tron GT. Es ist 1:1 gleich, 40% der Teile sind auch identisch, aber eben dann auch viele Sachen sind dann wieder anders. Man merkt es allein schon am Fahrverhalten. Das Ding ist einfach nochmal eine andere Nummer. Vielleicht auch ganz interessant, der Name Taycan, wo kommt der her, was bedeutet er? Und zwar hat man da tatsächlich eine ziemlich krasse, ja, ich sage jetzt mal, Forschung betrieben, wie man denn den Namen für dieses Fahrzeug oder wie man eben dieses Elektrofahrzeug nennen könnte. Wichtig war halt Porsche, dass irgendwie so auch so Erkennung oder Parallelmerkmale zu anderen Modellen da sind. So ist man, ne, bei dem Taycan erkennt man zum Beispiel das I, das AY, kennt man ja aus Cayenne und Cayman, ne? Also das ist da ja schon gleich. Das Khan kennt man zum Beispiel aus dem Macan, ja, also das ist ja schon irgendwo gleich. Aber trotzdem hat Taycan tatsächlich eine Bedeutung. Und zwar, wenn man das im Türkischen übersetzen würde, also liebe Grüße gehen raus an alle, die aus der Türkei sind oder auch Verwandtschaft in der Türkei haben, die können das ja auch kontrollieren oder jetzt auch bestätigen. So, ich kann kein Türkisch, aber so habe ich es rausgefunden. Und zwar bedeutet Taycan, wenn man das übersetzen würde, Seele eines lebhaften Fohlens, ja, und das würde ja so ein bisschen auch mit dem Werbeslogan einhergehen, denn der Werbeslogan vom Taycan hieß ja Soul Electrified, ja, also quasi, ne, Seele elektrifiziert, und da hieß halt Seele eines lebhaften Fohlens. Interessanterweise ist auch, wenn man Taycan japanisch ausspricht, dann hat es auch eine Bedeutung, und da würde es dann heißen körperliches Erlebnis. Und auch das, glaube ich, trifft dazu, weil ich glaube, jeder, der vom Taycan spricht oder ihn schon mal gefahren ist, ich persönlich bin noch nicht gefahren, aber ich kenne einige Leute persönlich, die den Genuss schon mal hatten, ihn selber fahren zu dürfen. Nicht nur mitfahren, sondern wirklich auch selber fahren zu dürfen. Und die haben gesagt, das ist unglaublich. Also das kannst du nicht beschreiben. Das ist so brutal, wie das Ding reinkickt, wie es fährt. Also das soll schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis sein. Und wie gesagt, das passt ja dann auch zur japanischen Aussprache bzw. zur japanischen Bedeutung. Also finde ich auch auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wie schon gesagt, es gibt mehrere Modelle, ich wiederhole mich da nochmal, und das, was Grip eben gemacht hat, war auch richtig. Also wenn man den RS e-tron GT vergleichen möchte mit einem Taycan, dann eher mit dem Non-Turbo, also Non-S-Turbo so rum, also mit dem Taycan Turbo. Wobei auch selbst der Taycan Turbo, um da vielleicht ein paar technische Daten kurz reinzustreuen, ist tatsächlich auch stärker aufgestellt. Der hat nämlich auch diese 625 PS wie der hier, allerdings nur 850 Newtonmeter, und hat dann aber auch im Overboost einfach nochmal ein bisschen mehr Bums, nämlich 680 PS. Der hier aber, wie schon gesagt, der geht in den Overboost-Modus dann sogar in 761 PS hoch. Hier im Spiel sogar sind es 762 PS, und wie gesagt, der Overboost liegt auch dauerhaft an. Gut, jetzt will ich aber nicht so viel zuquatschen, aber ich finde es einfach trotzdem wichtig, das nochmal einfach alles erwähnt zu haben, um einfach so ein bisschen den Überblick zu bekommen, dass es halt eben diese Parallelen gibt, aber dann halt auch ein paar Sachen unterschiedlich sind. Was ich halt mit diesen unterschiedlichen Modellen dir einfach mitgeben möchte: es gibt halt kein e-tron-Modell, was exakt gleich ist zum Taycan-Modell. Sie sind halt einfach auch schon datentechnisch nicht immer unbedingt alle gleich. Ja, das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Ansonsten, was zum Beispiel gleich ist: wir haben hier auch ein Lufterwerk am Start, was höhenverstellbar ist. Wir haben eine ähnliche Reichweite, wobei der e-tron ein bisschen mehr Reichweite haben soll. Die angegebene Reichweite hier ist 440 Kilometer bis 468 Kilometer. Der Praxistest zeigt aber, dass gerade beim Turbo S es eher so Richtung 350 Kilometer sind. Also über 400, das kriegst du eigentlich nicht hin. Also Reichweite technisch könnte da noch mal ein bisschen mehr gehen, aber in allem anderen macht er das schon ganz gut. Ja, die Innenausstattung jetzt in der Version, die wir hier haben, ist auf jeden Fall Geschmackssache mit dieser hellen Lederausstattung. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so, aber ja, wie das so ist bei Porsche, ja, du kannst ja alles Mögliche konfigurieren. Also deswegen, das ist ja nur ein Beispiel, wie es aussehen kann.
Und da gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Und ich empfehle jedem einfach mal den Porsche-Konfigurator. Ja, also der Porsche-Konfigurator, finde ich, ist mit einer der geilsten Autokonfiguratoren, die es so gibt online. Und da kannst du wirklich einfach mal spaßeshalber dir so einen Taycan zusammenstellen. Finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, zu den Bremsbacken, sage ich einfach mal, die habe ich umlackiert. Ja, die gibt's so nicht. Ich finde es einfach aber irgendwie geil. Das zeigt für mich einfach so irgendwie so diese Elektrifizierung. Normalerweise natürlich, klar, die Keramik. Bremsbacken sind gelb. Man kann optional natürlich auch gegen einen kleinen Aufpreis die auch schwarz haben bei Porsche. Ich glaube sogar auch, wenn man diese Felgen nimmt, die wir hier haben, dann kann man sie sogar weiß haben. Ja, dann kann man das auch alles weiß machen, aber fände ich es nicht so geil. Ich finde diesen Kontrast eigentlich ganz geil mit diesem Limettengrün oder Gelb, wie auch immer. Und deswegen habe ich das einfach so umgefärbt. Kenne ich nix. Ja? So, wir gehen aber mal zum Tuning. Und anders wie beim e-tron würde ich dieses Mal tatsächlich echt versuchen, nicht das Fahrwerk zu ändern. Auch wenn ihr schon seht, ich habe hier so ein paar Sachen schon mal verbaut. Denn wir haben auch hier natürlich eine Hinterachslenkung bzw. eine Allradlenkung. Und die würde ich gerne mal diesmal versuchen beizubehalten. Alles andere werde ich aber einfach hier mal wieder mit reinbringen, was da schon so ein bisschen was bringt. Gewichtstechnisch, auch da würde ich wieder sagen, ja komm, wir gehen runter mit dem Gewicht. Warum auch nicht? Wenn wir es doch können, dann machen wir es auch. Ja, dieses Drift-Viergang machen wir jetzt mal nicht rein. Wir bleiben beim serienmäßigen Zweigang, beziehungsweise ist ja eigentlich nur die Hinterachse, die einen Zweigang hat, aber sei es drum. Ja, auch hier machen wir mal bessere Reifen drauf. Also auch hier sind beide Modelle, e-tron und Taycan, gleich. Beide mit den Sportreifen serienmäßig, aber auch hier würde ich mal die Semislicks drauf machen. Auch gerne würde ich die Reifen ein bisschen breiter machen. Einfach mehr Grip, das brauchen aber diese Modellen. Und dann würde ich auch sagen, hier gehen wir ein bisschen raus und auch hier, also das übernehmen wir einfach mal. Achso, was wir vielleicht machen könnten, ach nee, wir können es gar nicht, wir können gar nicht die Felgen größer machen, weil das sind jetzt die 21 Zoll Felgen, es gibt eben auch die serienmäßig die 20 Zoll, also die Standardfelgen sind 20 Zoll, wobei ich glaube, bei den 20 Zoll Felgen kriegst du gar nicht die Keramikbremsscheiben rein, also du musst dann auf die 21 Zöller umrüsten. Da gibt es auch viele coole Felgen tatsächlich, also die Auswahl ist natürlich riesig, wir haben jetzt nur die bekommen, wobei die auch sehr cool sind. Aber ja, so 22 Zoll würde dem, glaube ich, auch ganz gut stehen. Können wir aber nicht ändern, wie ich gerade sehe. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Wir machen jetzt auch nicht die Forza Aero drauf, auch wenn die natürlich was bringen würde. Das lassen wir jetzt einfach mal. Und natürlich können wir auch beim Elektromotor deutlich mehr Leistung nochmal generieren. Aber auch das würde ich nicht machen, weil, wie gesagt, wir haben ja schon ständig diesen Overboost anliegen. Wir haben ja schon eigentlich mehr Power, als er in Real Life hat, beziehungsweise wir haben ihn halt immer, ja, diese mehr Power. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Also ganz ähnlich wie beim e-tron, würde ich sagen, wir lassen es mal so. Und ich glaube, dann haben wir Fahrperformance-technisch da einfach nochmal richtig was Geiles investiert. Weniger Gewicht, nochmal ein bisschen bessere Reifen, Reifenmischung etc. Ich glaube, das könnte dann schon ganz cool werden. Und wie gesagt, die Hinterachslenkung lassen wir, oder die Allradlenkung lassen wir jetzt mal mit dabei. Ja, die habe ich ja beim e-tron ausgebaut. Allerdings dort konnten wir ja sogar Sportfahrwerk und so nachrüsten. Also dort hat man auch einfach schon mal schön gesehen, wie viel Defizite der e-tron in dem Vergleich hat. Und wie gesagt, das soll kein Hate sein gegen Audi. Das sind einfach Fakten irgendwo. Und ihr könnt es ja selber gerne mal auschecken, einfach mal beide Modelle fahren und ihr werdet feststellen, ja, der Taycan stellt sich dahingehend einfach nochmal ein bisschen geiler und sportlicher an. Ich gehe trotzdem ganz kurz mal ins Tuning, um einfach mal ein paar Sachen zu checken. Ich glaube, ich würde hier trotzdem ein bisschen runtergehen, was den Reifendruck betrifft. Getriebe, würde ich sagen, können wir ja schon versuchen, ein bisschen das Ding länger zu setzen. So über 300, ja, könnten wir schon auf jeden Fall machen. Das können wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir kein Fahrwerk eingebaut haben. Das haben wir aber eingestellt, oder beziehungsweise können wir einstellen. Und auch hier würde ich sagen, ein bisschen mehr Antrieb würde ich ihm schon, glaube ich, auf die Hinterachse geben wollen. Auch wenn das vielleicht die Beschleunigung vielleicht ein bisschen killt. Aber das passt schon. 2 Sekunden haben wir jetzt. Einfach, weil wir halt so viel Gewicht auch rausgenommen haben. Ja, aber den Rest würde ich, glaube ich, mal lassen. Vielleicht sogar ein bisschen nach vorne legen. Und dann passt es schon. Ja, und einfach ein geiles Auto. Also auch gerade von hinten. Ich finde den optisch echt geil. Ich meine, ich bin auch tatsächlich irgendwie ein Fan von Panamera. Aber ganz ehrlich, ich finde den Taycan sogar geiler als der Panamera. Jetzt rein optisch betrachtet. Ich feiere den absolut. Ich finde den echt nice. Ja, wir können halt das Getriebe theoretisch einfach nochmals länger machen. Aber ich glaube, er braucht es nicht. Okay, wobei so 330, oder? 330 können wir machen, oder? Machen wir mal ein bisschen mehr nochmal hier so. Und vielleicht dann im letzten Gang. Oh, da sind wir sogar schon gut drüber. Sehr krass. Ja, da sieht man einfach mal, wie viel Power da dahinter steckt. Aber klar, der Turbo S, auch ein richtig teures Fahrzeug. Das muss man einfach mal so sagen, also das ist kein Schnapper.
bezahlt sie je nach Ausstattung gut und gerne mal über 200.000. Und das muss man dann schon wissen, dass man sowas will. Das ist dann auch irgendwie so ein Prestigeobjekt, aber das ist, glaube ich, ein Porsche irgendwo immer so ein bisschen. Ja, nicht erschrecken, es gab gerade einen kurzen Cut, denn ich habe einen Anruf bekommen, den ich entgegennehmen musste. Deswegen tut es mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich weiß auch gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, aber ist auch, glaube ich, egal. Ich würde sagen, wir fahren einfach jetzt gleich mal ein Rennen mit unserem etwas modifizierten Taycan Turbo S. Bin mal gespannt, wie sich jetzt eben die Semi-Slick-Reifen, die deutlich breiteren Semi-Slick-Reifen, auch vor allem die Gewichtsreduzierung, so schlägt und vor allem, wie sich das eben nicht veränderte Fahrwerk so schlägt, denn ich habe es ja erwähnt, beim e-tron haben wir ja eben ein Rennfahrwerk verbaut, was, wie ich finde, auf jeden Fall der richtige Schritt war. Hier haben wir jetzt darauf mal verzichtet, weil er in der Serie sich schon sehr, sehr gut eben mit dieser Allradlenkung geschlagen hat, aber jetzt so am Limit gefahren, vielleicht finden wir dann doch Schwächen raus, wird vielleicht spannend sein. Ich würde sagen, wir machen auch vielleicht gerade den Rundkurs, den wir ja jetzt hier haben, am Stadion. Da fahren wir jetzt aber mal ganz gechillt da mal hin. Ganz leise vor allem. Ja, da haben ja auch einige wenige Leute bei der e-tron-Folge geschrieben, boah, ich kann diesen Elektrofahrzeugen gar nichts abgewinnen. Da fehlt doch einfach irgendwie der, ja, der Verbrenner-Sound und so weiter. In Rennspielen brauche ich so Elektrofahrzeuge nicht. Hey, das ist eure Meinung. Das ist absolut legitim. Ja, also jedem, wie er mag. Mir ist nur wichtig, wenn ihr so eine Meinung habt, dann artet nicht zu sehr in Hass aus, ja, weil es ist immer uncool irgendwie so, ja, ob es jetzt Elektrofahrzeughass ist oder Markenhass oder Modellhass, ja, sowas neigt ganz schnell mal, dass man irgendwie so einen Hass auch gegenüber Menschen verspürt und das finde ich jetzt nicht so cool, also keine Sorge, so war es jetzt nicht, deswegen, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, ja, ich habe da kein Problem mit, wenn ihr sagt, hey, Elektrofahrzeuge, denen kann ich gar nichts abgewinnen, brauche ich nicht in einem Rennspiel. Ist eure Meinung, ist okay. Ich persönlich sag's nur so, ich find's wichtig in einem modernen Rennspiel, einfach alles so ein bisschen abzubilden, ja. Ob man's dann fährt oder nicht, sei mal dahingestellt, ja. Also, ich will jetzt auch gar nicht diese E-Mobilitätsdebatte oder sowas in dieser Folge beginnen, um Gottes Willen. Aber ich finde, gerade so sportliche, krasse Modelle, wie eben so ein Taycan Turbo S oder eben so ein RS e-tron oder, wenn wir noch mal krasser gehen wollen, ja, so ein Rematz, was wir ja im Spiel haben, oder so ein Nio, ja. Ich finde, solche Fahrzeuge gehören doch einfach hier mit dazu. Es wäre doch schade, wenn wir darauf verzichten, nur weil wir sagen, boah, ist ein Elektrofahrzeug, das gehört hier nicht hin. Ja? Also, fände ich jetzt halt Quatsch. Aber wie gesagt, jedem seine Meinung. Deswegen, ich finde sie ganz geil und ist auch mal eine coole Abwechslung. Und ja, klar, natürlich als absoluter Petrol-Head, als absoluter Purist, will man natürlich da auch so ein bisschen einen Klang hören. Und klar, dieser Elektroklang ist eher, hat so eher was von einer Drammfahrt, ja, ich verstehe das schon, aber auch dem, wie gesagt, kann man ein bisschen was abgewinnen und mal fernab vom Akustischen, finde ich, dass diese Elektrofahrzeuge so ihren ganz eigenen Charme haben, sie nämlich zu fahren. Die fahren sie nämlich hier und da dann doch ein bisschen anders und vor allem, wenn man die dann versucht, mal sehr schnell zu fahren, ist es halt so, dass man, ja, gewisse Vorteile spürt, aber auch ein bisschen ein paar Sachen spürt, die vielleicht nicht so geil sind. Und da dann so das Beste rauszuziehen, das finde ich, macht einfach irgendwie Spaß, weil gerade zum Beispiel, dass man immer diese maximale Power anliegen hat, ist schon cool. Man spielt auch ganz anders mit dem Gaspedal, also das ist schon irgendwie eine nice Sache und ich feiere das schon ab und zu mal, auch so ein Fahrzeug in einer Let's Play-Folge zu fahren. Wie gesagt, wenn es dich nicht interessiert, musst du die Folge ja auch nicht schauen. Ja? Ich zwing es ja keinem auf, jeder wie er es mag. Ja? Das wollte ich aber auch nochmal erwähnt haben. Sordele. Und apropos Drumfahren und Elektro-Sound, der Taycan hat ja normalerweise so ein Soundmodul, was man jetzt hier im Spiel nicht so wirklich wahrnimmt, was ein bisschen schade ist. Das könnte noch ein bisschen krasser rüberkommen, weil das hat Porsche, finde ich, schon ganz geil umgesetzt. Das könnte ein bisschen noch rausstechen, aber gut. Das mal jetzt Kritik auf hohem Niveau. Lauschen wir halt mehr den Pfützen, die wir durchfahren. Ja, fahrperformance-technisch macht der ja gerade schon echt Bock zu fahren. Man merkt das immer noch höhere Gewicht schon an. Man darf halt auch nie vergessen, man erreicht halt mit diesen Kisten unglaublich schnell hohe Geschwindigkeiten. Also, das ist schon enorm. Dementsprechend, ja, ist man halt schnell in Geschwindigkeitsregionen, wo dann, ja, so ein Fahrzeug normalerweise halt schon deutlich mehr Aero irgendwo generieren müsste. Und das macht es dann natürlich halt irgendwo auch nicht. Aber ich denke mal, wenn man bedenkt, was das Fahrzeug hier ist und wie wir es jetzt verändert haben, ist es schon ganz ordentlich, wie das Fahrzeug sich fährt.
Ja, und optisch. Ja, optisch ist das Ding einfach geil. Ich mag den wirklich. Also, der sieht so breit, so bullig aus. Er wirkt auch, ne, das ist jetzt ein Serienfahrwerk und er wirkt trotzdem so tief irgendwie. Also, das ist der Designabteilung von Porsche, finde ich, schon sehr, sehr gut gelungen. Und wie schon erwähnt, ich finde ihn optisch sogar auch ansprechender als zum Beispiel ein Panamera. Und für die Kombi-Freunde, ich habe es ja schon erwähnt, gibt es ja eben den Shooting Break bzw. den Sport Turismo, der sicherlich auch seine Fans hat. Ja, nice. Easy peasy auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir können da nochmal vielleicht ein, zwei Rennen mit einstreuen. Machen wir jetzt hier die ganze Zeit im Nassen fahren. Das ist ja schrecklich, ist das. So, was machen wir denn noch für ein Rennen? So ein Dings können wir noch machen hier. Eine Kate will ich jetzt nicht machen, aber der startet in meinem Fall eh erst in 10 Minuten. Fahren wir doch einfach mal darüber. Aber das ist eigentlich auch ganz cool. So ganz entspannt so durch die Welt cruisen. Das kannst du natürlich mit so einem Fahrzeug auch ganz cool. So. Oh, das ist Straßensehnerin da vorne einfach mal ganz fix. Du bist früh dran. Aber die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt bald. Viel ja, Spaß. Nee. Wir fahren lieber ein Rennen. Ja, heute Nachmittag wieder, also an dem Tag, wo die Folge natürlich erscheint, ist natürlich wieder Festival Playlist Stream. Den gerne auschecken bei mir auf dem Twitch-Kanal. Würde ich mich natürlich freuen, wenn du vorbeischaust. Dann machen wir natürlich wieder gemeinsam die neuen Festival-Playlist-Aufgaben. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wieder zahlreiche Leute einschalten. Also auch du. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt genießen wir erstmal die nächtliche, ja, den nächtlichen Sprint, sage ich jetzt einfach mal hier. Okay, ich kann sogar ein bisschen später bremsen. Ich finde sogar, wenn ich das jetzt gerade mal so anschaue im Dunkeln, und jetzt bewege ich mich in ganz gefährliche Gebiete, glaube ich, aber ich finde tatsächlich, glaube ich, sogar die Rückleuchte gelungener beim Taycan als beim aktuellen 911er, also bei der 992-Generation. Weil bei der 992-Generation ist dieses durchgehende Rücklicht, finde ich, ein bisschen zu massiv irgendwie, keine Ahnung. Und das wirkt hier schön dezent. So eine richtig schön dünne, durchgezogene Linie. Das war jetzt eindeutig zu schnell. Und das gefällt mir tatsächlich irgendwie ein bisschen besser. So. Ich müsste nochmal so 1:1 nebeneinander quasi stellen. Ich meine, so Gesamtarsch, sag ich jetzt einfach mal, für ein Fahrzeug. Da wird natürlich der 911er wahrscheinlich immer gewinnen. Ja, aber so jetzt beim Rücklicht oder die komplette Lichteinheit hinten, glaube ich, gefällt mir die hier sogar vielleicht ein bisschen besser. Aber nur vielleicht. Mal gucken. Aber so spontan gefällt sie mir auf jeden Fall. Spricht sie mich an, ja? Ah! Ich dachte, ich komme da noch durch. Ja, ich bin halt doch breiter als gedacht. Ah, schon krass, wie der performt, ne? Also, das, da lässt er halt echt alles stehen. Verrückt. Hui. Ja, im Prinzip, ne, wenn es doch schon so ein Cross-Turismo gibt, warum nicht selber so eine leichte Offroad-Variante aufbauen? Na, das merken wir uns mal. Also das machen wir jetzt heute nicht mehr. Wir sind nämlich schon ziemlich am Ende der Folge angekommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch noch einen ganz normalen Straßensprint noch. Ah, vielleicht genau, den Berg hier hoch. Warum nicht? Aber so mal für eine Special-Folge oder so, warum nicht? Ich meine, die Extreme E-Dinger haben ja gezeigt, dass Elektro im Gelände eigentlich ganz geil funktioniert. Aber ja, keine Sorge, ja, ich merke schon, die Petrolheads jetzt langsam rasten sie gleich richtig aus. So, was? Noch mehr Elektrofahrzeug folgen? Nein! Keine Sorge, ja.
Ich meine, wie viele Elektrofahrzeuge haben wir hier im Spiel? Keine 20, ja? Also, keine Sorge, wir werden schon des Öfteren den einen oder anderen Motor hier noch hören, beziehungsweise immer öfter natürlich auch. Das bleiben dann natürlich schon ganz besondere Folgen. Aber es sind ja auch ganz besondere Fahrzeuge. Meiner Meinung nach. So, jetzt aber. Let's go. Dann gucken wir mal, wie wir den Berg hier hochkommen. Wollen wir mal ein paar Fotos noch schnell machen. Die lächeln mich eh schon die ganze Zeit an hier. Ja, den X-Peng müssen wir auch mal uns noch anschauen hier im Let's Play. Der kam ja raus, als ich leider noch gesundheitlich angeschlagen war. Aber keine Sorge, der steht auf meiner To-Do-Liste. Den gucken wir uns auch mal noch an. So, jetzt müssen wir uns aber erst hier ein bisschen durchkämpfen. Aber das geht schon klar bei dem Fahrzeug auf jeden Fall mit dem Standardfahrwerk, würde ich meinen. Weil ich glaube schon, wenn man es jetzt ins Extreme tunt und Maximum rausholen möchte, behaupte ich immer noch, dass man im Rennfahrwerk, wenn man es richtig dann einstellt, auch wenn man dann eben die mitlenkende Hinterachse verliert, trotzdem einfach mehr Performance rauskitzeln kann. So, da. Vorbei hier. Und tschüssi. Jetzt bloß nicht das Karma kommen lassen. Nice. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Gerade auch im Zusammenspiel mit dem Audi RS e-tron GT. Wenn es dir auf jeden Fall gefallen hat, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Entweder in Form eines Kommentars und oder eben mit einem Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr natürlich darüber freuen. Und ansonsten würde ich mich natürlich, wie gesagt, auch freuen, wenn du heute Nachmittag wieder beim Livestream dabei bist oder allgemein mal bei einem Livestream mit dabei bist. Und natürlich auch bei den kommenden Videos hier auf dem Kanal. Das wäre ja eine schöne Sache. So, jetzt fahren wir bei dir noch über die letzten Meter hoffentlich erfolgreich zu Ende. Und dann sind wir aber auch raus mit der heutigen Folge. Und ja, am Wochenende, das kann ich euch schon mal anteasern, wird es auch dann wieder zwei Multiplayer-Folgen geben. Ja, letztes Wochenende gab es ja nur eine, die Wochen davor sogar gar keine. Wie schon gesagt, war ja gesundheitlich angeschlagen. Das kommt jetzt so nach und nach wieder. Ne? Gestern kam mir zum Beispiel auch keine normale Let's Play-Folge. Ne? Ich versuche jetzt so langsam wieder Folgen zu bringen und dann immer wieder regelmäßiger und öfters. Aber jetzt eben in dieser, ich sage jetzt mal, wieder Einarbeitungszeit gönnt mir da ab und zu auch dann nochmal eine Pause, dass ich jetzt eben halt einfach auch hundertprozentig fit werde. Bringt jetzt nichts da, übers Knie zu brechen und dann wieder wochenlang auszufallen. Deswegen ein bisschen Geduld, die Folgen kommen auf jeden Fall. So oder so, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, wie gesagt, die Folge hat dir gefallen. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Mach's gut und bis dann. Ciao!